Jo. Jo. Oder. Jo. Hallo und herzlich willkommen zu endlich dem angeteaserten Unboxing, was ich vor, ich glaube, mindestens 2 Wochen irgendwie in einem Video gesagt habe. Von Ikoria, Layers of Behemoths. Das Zeug steht eh schon seit 3 Wochen hier rum. Ich habe hier einmal 2 freshe Pre-Release Packs. Ein hier Collectors Booster und einmal ein Display mit einem Boxtopper. Und ich habe noch ein paar Hüllen hingelegt, damit wir ein paar Sachen eintüten können. Ich würde mal sagen, Collectors Booster und das Display heben wir uns für später auf. Und wir machen zuerst die Pre-Release Packs. Ich habe jetzt heute kein Messer da. Zumindest liegt es da drüben. Das könnt ihr nicht sehen. Aber wir machen es einfach mal. Einfach mal so auf. Das geht ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen drüber kommen. Hier. Also, so sieht das normal unverpackt aus. Ich gucke wieder, dass ich die Karten wie immer auslege. Wir haben einen weißen Würfel mit, wo ist denn das Symbol? Da ist das Symbol. Kamera geht scharf. Okay. Und wir haben einmal den Luftkatzenherrscher als Promo. Sein Kopfgeld ist so alt wie Himmelsstadt, aber niemand hat je versucht, es zu kassieren. Von S11 für 2 Mana fliegend, der Luftkatzenherrscher erhält +1/+1 für jede andere fliegende Kreatur, die du kontrollierst. Und für 4 erzeuge einen 1-1 weißen Katzen-Vogel-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Das ist so lustig. Ohne Witz, also damit fliegende Katzen, das ist so, oh, nice. Hey, cool. So zum rausdrücken. Das ist fast wie diese Brick und +1, nee, und -1/-1 Counter in, Stunde der Vernichtung. Finde ich cool. Also das finde ich cool gemacht. Hier Erstschlag, Lebensverknüpfung, Reichweite, Fluchsich, Hexproof und Bedrohlichkeit. Das finde ich nice. Und andersrum fliegend, Trampelschaden, fliegend, Todesberührung, Wachsamkeit. Das ist ja cool. Nice. Dann habe ich hier einmal einen. Oh, Gefährte hier als Ding. Als Shit. Mann, als Token. Das fällt mir der Name irgendwie nicht ein. Und einmal hier, danke für die Teilnahme am Pre-Release, bitte. Dass wir das Ding erst 3 Monate später aufmachen. Hier ist noch ein nicer Trenner. Den hebe ich auf jeden Fall auf, der sieht fresh aus. Die Dings verschnippel ich wahrscheinlich wieder. Die Box. Und dann würde ich mal sagen, machen wir einfach mal die Booster auf. Also, ich lege die mal hier so in der Reihenfolge hin. Damit ihr die so sehen könnt. Was für krasse Bilder da drauf sind. Wir haben 2x Vivian, 2x Kong und 2x so ein Affen. So, dann lege ich das rüber, damit ich da dann die jeweiligen Karten hinlegen kann. Jetzt produziere ich wieder einen ganzen Haufen Müll. Wir haben einmal unerwartete Unterstützung. Da kriegt eine Kreatur +2 und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zugs. Das ist eigentlich wie aus Ding aus hier War of the Spark, das Ding, wo Rakdos hier Gideon hilft. Einmal Fliegenfänger, Giraffit, Antilopen, Eidechse, nice. Der kommt mit einer Wachsamkeitsmarke oder Reichweitenmarke ins Spiel. Hier, könnt ihr den sehen. Einmal einen Flügelfalter Terron. Der hat einmal Fluchsicherheit oder Fliegen, also mit der Marke, kommt er ins Spiel. Ich finde es cool, dass die das mit den Marken hier gemacht haben, das finde ich richtig nice. Dann einmal verbotene Freundschaft. Erzeuge einen 1-1 roten Dinosaurier-Spielstein mit Eile und einen 1-1 Mensch-Soldat-Kreaturen-Spielstein.
Es ist für zwei Mana, es ist in Ordnung. Einmal spontaner Flug. Eine Kreatur deiner Wahl hält +2/+2, bis zum Ende des Zugs lege eine Fliegendmarke darauf. Cool. Kann man das noch sehen? Weiß hier, ich schieb das mal ein Stückchen rüber. Die schwarzen in die dreckige Zone. Die dreckige Seite des Tisches, ich hab's ein bisschen weggemacht. Ich habe das tatsächlich nicht weggekriegt. Ich habe das mit dem Fingernagel dann weggekratzt. Oh, übrigens, ich habe jetzt mittlerweile Fingernägel. Man, ist richtig gut. Ich habe, nachdem ich mir, und no joke, nachdem ich mir die Fingernägel lackiert habe, habe ich halt aufgehört, natürlich an meinen Fingernägeln rumzukauen. Was ich vorher mal gemacht habe. Ich habe die mal richtig weggekaut, Alter. Und mittlerweile, also ich mache es teilweise immer noch, aber es ist immerhin zurückgegangen. Mein Absturz, das zerstöre eine fliegende Kreatur deiner Wahl, kennt man glaube ich mal aus vielen Sets. Erstickende Dämpfe, das kennt man glaube ich mal auch. Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, erhalten -1/-1 bis zum Ende des Zugs. Oh, das ist sogar neu, das ist sogar nice, das ist neu. Also es ist besser, eigentlich. Das letzte gab es, ich glaube Acid Vapor oder so heißt das auf Englisch, gab es auch in Gilden von Ravnica, aber da haben die, da haben alle -1/-1 gekriegt. Und mit dem Umwandel, das finde ich auch richtig nice. Einmal eine Traumspeifreihe, der hat Mutation, fliegend. Immer wenn diese Kreatur, mutiert, ziehe eine Karte. Das ist cool. Ich finde das auch nice, dass sie das Mutieren grau unterlegt haben. Dass es ein bisschen anders aussieht. Licht der Hoffnung, bestimme eines. Du hast 4 Lebenspunkte dazu, zerstöre eine Verzauberung deiner Wahl, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. Boah. Ist schon nice, weil man drei Sachen hat, eins bestimmt, je nach Lage, und vor allem für einen Mana ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Den Ansturm leiten. Schau dir die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine beliebige Anzahl an Kreaturenkarten offen vorzeigen und die vorgezeigten Karten Nice, jetzt bin ich gegen das Stativ gestolpert. Oh, scheiße, jetzt habe ich den. Jetzt habe ich voll die Perspektive natürlich wieder zerstört. Vorhin habe ich eine halbe Stunde gefühlt rumgetan. Oder wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 1.19 Uhr. Ja, ich habe mindestens 10 Minuten rumgetan oder sowas. Was ist denn da unter dem Teppich? Oh, Katzenspielzeug. Nice. Da habe ich rumgetan, um endlich die blöde Perspektive zu finden. Die passende Perspektive. Und was mache ich? Ich hau natürlich gegen das Stativ. Offen vorzeigen, die vorgezeigten Karten auf deine Hand nehmen, lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Nice. Für 3 Mana. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. Ho. Wille des Alljagenden. Was? Es ist Snapdags. Es wäre einfacher, einem Mauer mit einer Scheibe Brot zu durchbrechen. Interessant. Eine Kreatur der Wahl hat +2/+2 bis zum Ende des Zugs. Falls sie gerade blockt, lege ich stattdessen 2/+1 Marken auf sie. Oh, das ist cool. Das ist cool. Gruseltänzer. Oh ja, den finde ich richtig nice. Den finde ich richtig nice. Der kommt mit 2 verschiedenen Marken ins Spiel, nämlich bedrohlich, Lebensverknüpfung und Todesberührung. Den finde ich nice. Der ist wirklich gut. wer meine Ding-Videos guckt, meine Arena-Videos, der weiß, dass ich den mag. Den finde ich auf jeden Fall richtig gut. Oh, nice. Da gibt es sogar noch eine Folge mit dabei. Der Mensch-Soldat sieht auch nicht schlecht aus. Einmal, dann haben wir jetzt Rare-Mythos von Snapdax. Jeder Spieler bestimmt ein Artefakt, eine Kreatur, eine Verzauberung und einen Planeswalker unter den bleibenden Karten, die keine Länder sind. Und die er kontrolliert und opfert dann den Rest. Falls ein schwarzes und ein rotes ausgegeben werden, wurden, um diesen Zauberspruch zu wirken, bestimmt stattdessen du für jeden Spieler die bleibenden Karten. Oh, nice. Ich zeig's nochmal. Da könnt ihr das auch lesen. Sieht nice aus. Von das Artwork. Das ist cool. Einmal, ja, normaler Sumpf. Ihr kennt ihn nicht. Den Classic-Sumpf. Und einmal einen noblen Leosaurus. Das ist auch eine Katze. In Foil und einen fancy Mensch-Soldaten-Token. Nice. Hier steht leider nicht dran, wie lange ich schon aufnehme. Hm. Bin bestimmt schon 10 Minuten vorbei. Dauert jetzt wohl ein bisschen länger. Weiß schon, wenn ich wieder alles
hier. Wenn ich hier wieder alles kaputt mache. Einmal, jetzt haben wir einmal Abenteuerlust, Joey, die obersten drei Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturen- oder Länderkarte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Oh, das ist auch cool. Was war das nochmal? Die obersten drei Karten. Nicht so wie das eine aus dieses Verfolgungsding aus Theros oder aus Theros. Bei dem man einfach vier Karten anguckt, eine Kreatur oder Kreatur und Verzauberung und oder Länderkarte rausnimmt, also man kann zwei Karten rausnehmen und der Rest kommt unter die Bibliothek. Wenn es vier Karten sind, von denen du nichts nehmen kannst, dann gehen vier auf den Friedhof. Aber okay, das war halt mit diesem Escape-Zeug war das sehr, dementsprechend hat das ziemlich übereinander geschnitten. Weil da wollte man natürlich viel in den Graveyard kriegen. Einmal einen Phasendelfin. Immer wenn der Phasendelfin angreift, kann eine andere angreifende Kreatur deiner Wahl in diesem Zug nicht geblockt werden. Okay, cool. Ah, da ist ein Dude unten dran. Einmal emotionales Wiedersehen. Wirf als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, zwei Karten ab, ziehe drei Karten. Oh mein Gott. Nice. Einmal den göttlichen Pfeil, wir kennen die nicht, der fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur viel Schaden zu. Dann haben wir die lauernde Präzisionsschützin, die hat Aufblitzen und wenn die ins Spiel kommt, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, der in diesem Zug bereits Schaden zugefügt wurde. Das mit dem Aufblitzen ist tatsächlich ziemlich praktisch. Demütiger Naturkundler, der erzeugt mir einen Mana einer beliebigen Farbe, verwende dieses Mana nur, um einen Kreaturenzauberspruch zu wirken. Das hat mich in Arena schon mal ein bisschen das Genick gebrochen. Polternder Bergsturz. Polternde Bergsturz fügt einer Kreatur deiner Wahl so viel den Schaden zu, wie du Länder kontrollierst. Ja, okay, in einem Deck, das sich schnell hochrammt, wäre das gar nicht mal so schlecht. Ein Betäubungspfeil ist ein Artefakt. Wenn der Betäubungspfeil ins Spiel kommt, zieh eine Karte, opfer den Betäubungspfeil eine Kreatur deiner Wahl, enttappt nicht während des nächsten Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Nice. Von der kostet 2 und man kann den easy einfach opfern. Gedächtnisverlust. Ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor, bestimme eine Nichtlandkarte im Friedhof oder auf der Hand jenes Spielers und schicke sie ins Exil. Nice. Ich glaube, das kennt man auch. Essenz-Symbiont. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, mutiert, legst du eine +1/+1 Marke auf die Kreatur und du erhältst +2 Lebenspunkte dazu. Leichte Beute. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 2 oder weniger. Deine sieht aus wie so ein Murloc. Und der denkt sich geil essen. Ein Zagoff-Kristall. Erzeuge ein schwarzes, grünes oder ein blaues. Ui. Ist auch ein Artefakt. Einmal Schädelprophetin. Erzeuge ein schwarzes oder ein grünes. Und ich kann sie zappen und lege die obersten zwei Karten meiner Bibliothek auf meinen Friedhof. Und jetzt kommt natürlich die coolste Karte von allen. Den Handwerker des Bösen. Das ist ein Nachtmar. Der ist auch eine Mythic. Den tüte ich gleich ein. Der Handwerker des Bösen erhält +1/+1 für jede Kreaturenkarte in seinem Friedhof und ich kann X, also ich zahle einmal X und ein schwarzes oder grünes und tapp den, opfer eine andere Kreatur, durchsuche deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit umgewandelt Mana-Kosten von X oder weniger, bringe sie ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Aktiviere diese Fähigkeit nur zu einem Zeitpunkt, in dem du auch eine Hexerei wirken könntest. Okay. War viel gesagt. Einmal Sümpf und einmal wieder hier so ein Token, den ich glaube, die sehen wir später noch öfters. Verblüffende Verwandlung. Bis zum Ende des Zugs wird eine Kreatur deiner Wahl
Zu einer blauen Schlange mit Basisstärke und Widerstandskraft 4-4. Ich finde den Flavor davon lustig. Todsüchtiger Raptor, tobsüchtiger Raptor, nicht todsüchtiger. Der ist dann todsüchtig. Okay, der hat so gar kein Text. Ah, ich glaube, das ist ein Reprint. Fester Stand aufblitzen. Verzaubere eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat +1/+1. Solange die verzauberte Kreatur Wachsamkeit hat, weist die Kampfschaden in Höhe ihre Widerstandskraft anstatt ihrer Stärke zu. Nice. Woran war ich nochmal? Da war ich. Einmal Zackenskorpion. Wenn der stirbt, fügt er einem Gegner 2 Schadenspunkte zu und ich halte 2 Lebenspunkte. Oder du erhältst 2 Lebenspunkte. Plötzliche Spinnendrüsen. Eine Kreatur deiner Wahl erhält +1/+3 bis zum Ende des Zugs. Lege eine Reichweite-Marke auf sie und tappe sie. Das ist auch gut. Das ist richtig gut eigentlich. Ein Frostluchs, Elementarwesen, Katze. Wenn der Frostluchs ins Spiel kommt, tappe eine Kreatur deiner Wahl. Den Gegner kontrolliert die Kreatur und tappt nicht während des nächsten Tapp-Segments ihres Beherrschers. Oh, Licht der Hoffnung, das hatten wir schon. Düsterer Handel. Schaue dir die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an, nimm 2 davon auf deine Hand und lege die anderen auf deinen Friedhof. Der düstere Handel fügt dir 2 Schadenspunkte zu. Marschall der Tagwache. Wenn der Marschall der Tagwache ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1 weißen Mensch-Soldaten-Kreaturen-Spielstein. Flügelschlag-Mentor. Wenn der Flügelschlag-Mentor ins Spiel kommt, lege eine Fliegenmarke auf eine Nicht-Bench-Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und für 3, also für 2 farblose und ein blaues und tappen, lege auf jede fliegende Kreatur, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Neues. Dann haben wir einen Stachelpapagei, der mutiert für 3 und man kann ihn tappen, der fügt einem Ziel deiner Wahl x Schadenspunkte zu, wobei x gleich der Anzahl an Kreaturen, der Anzahl an Mutationen diese Kreatur ist. Also. Und der hat noch ein spezielles Artwork, finde ich nice. Einmal kanalisierte Macht. Oh, nice. wirft es zusätzlich Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, x Karten ab. Ein Spieler deiner Wahl zieht x Karten. Die kanalisierte Macht fügt bis zu einer Kreatur deinem Planeswalker deiner Wahl x Schadenspunkte zu. Ja, okay, das ist auch nicht schlecht. Einmal ein Raugrin-Triom. Das hat auch ein spezielles Artwork. Das ist ein Land. Was ist damit hin? Friedliche Bucht, also eine Wucht, und einmal Giruda, Verdammnis der Tiefen in Foil, ist eine Rare und noch ein anderer Mensch-Soldat. Finde ich cool, dass die jetzt mehrere geprintet haben. Packe ich den gleich rein und dann nehme ich dieses Triom raus. Boah, ich glaube, das ist bestimmt was wert. Allein schon weiß. Alternate Artwork ist. Nice. So, da haben wir einmal das Kommando der Nachtwache. Wenn das die, ins Spiel kommt und falls du in diesem Zug angegriffen hast, erzeuge einen 1-1 weißen Mensch-Kreaturen-Spielstein. Einmal mächtige Buschköte, verursacht Trampelschaden und für 4 erhält der mächtige Buschköte bis +3/+3 bis zum Ende des Zugs. Der ist krass. Diebischer Otter. Immer wenn der diebische Otter einem Gegner Schaden zufügt, ziehe eine Karte. Zaghafte Verbindung. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken 3 weniger, falls du eine Kreatur mit Bedrohlichkeit kontrollierst. Übernimm bis zum Ende des Zugs die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Enttappe sie, sie erhält Eile bis zum Ende des Zugs. Wer kennt's nicht?
Dranitische Heiler. Immer wenn du eine andere Karte umwandelst, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Überraschender Biss. Lege eine +1/+1 Marke auf eine und eine Lebensverknüpfung Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. So. Geschärfte Reflexe. Eine Kreatur deiner Wahl hat +1. Bis zum Ende des Zugs lege eine Erstschlagmarke auf sie. Finde ich auch nice. Ich glaube, das packe ich in mein Goblin-Deck. Goblins mit Erstschlag sind immer gut. Dann haben wir einmal ein normalisierendes Großhorn. Das kann auch mutieren und immer wenn das mutiert, durchsuche ich meine Bibliothek nach einer Standardlandkarte und bringe sie getappt ins Spiel und mische dann die Bibliothek. Das hat auch eine Alternate Artwork. Oh, ich glaube, die verkaufe ich alle. Ein düsternes Schuppentier, das ist ein guter Blocker. Ein mysteriöses Ei, immer wenn die Kreatur mutiert, lege eine +1/+1 Marke darauf. Duell der Titanen. Eine Kreatur deiner Wahl kämpft gegen eine andere Kreatur deiner Wahl. Ja, toll. Für 5. Interessant. Dann haben wir einmal einen Sylphidendrachen, der hat fliegende Eile und immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, lege eine +1/+1 Marke auf den Sylphidendrachen. Das ist cool, mit dem habe ich schon mal gewonnen. In Dingens hier, Arena. Einmal eine prächtige Hirschkuh, die hat Lebensverknüpfung umwandeln und wenn ich die umwandle, lege eine Lebensverknüpfung Marke auf eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere. Einmal ein schauriges Ultimatum, bringe eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten mit unterschiedlichen Namen aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Schaurig. Und einmal erblühender Sand. Ist ein Land, es reimt sich sogar. Und wieder ein Mensch. Token. Dann haben wir einmal eine dranitische Feuerstecherin. Ich glaube, ich lese jetzt einfach bloß die Leute Sachen vor und halte das rein. Offizier des Kontrollpunkts. Weil es zieht sonst nur unnötig in die Länge. Ein Deadweight. Das kennt man, glaube ich, mal sogar noch. Einmal durchrammen. Das ist auch nice. Ein Facettenleser. Ich weiß halt nicht mehr, wie ich das in den anderen Videos gemacht habe. Die letzten Unboxings sind ein bisschen her. Lavaschlange. Hemmende Schlinge. Das ist blau. Einmal bunte Überlebenden. Ein Fuchspapagei, der kann sogar mutieren. Eine Aegis-Schildkröte. Die kann nix. Ist aber ein Blocker. Einmal die Bastion der Erinnerungen. Das ist eine Ankommen. Ich glaube, die lese ich dann vor, die ankommen. Wenn die Bastion der Erinnerung ins Spiel kommt, erzeuge ein 1-1 Mensch, Kreaturenspielstein. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt. Einmal einen Raugrin-Kristall, ich glaube, da muss ich nicht allzu viel sagen. Ein verheißungsvoller Starix. Der mutiert und immer wenn ich die Kreatur mutiert schicke, solange die obersten Karten deiner Bibliothek ins Exil, bis du x bleibende Karten ins Exil geschickt hast, wobei x gleich der Anzahl an Mutationen dieser Karte ist, bringe die bleibenden Karten ins Spiel. Nice. Bei einem grünen Kreaturendeck ist das sehr gut. Und einmal ein unberechenbarer Zyklon. Also die Karte kann nicht gut sein, weil da ist viel zu viel Text drauf. Falls eine Umwandlungsfähigkeit einer anderen Nicht-Landkarte bewirkt wurde, dass du eine Karte ziehst, schicke stattdessen Karten von deiner Bibliothek ins Exil, bis eine Karte ins Exil schickst, die ein Kartentyp mit der umgewandelten Karte gemeinsam hat. Du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Lege dann alle Karten, die auf diese Weise ins Exil geschickt und nicht gewirkt wurden, in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. 10 Jahre später. Nice Effekt. Bürge. Und noch so ein 1-1 Dinosaurier. Das ist wieder so ein Set, das mag Yannick nicht, weil es da Dinosaurier gibt. Ich sag's euch. Der jammert das Safe Room.
Einen Hawaii-Säbelzahntiger, das sieht auch nice aus. Einen Blitzegel, der vielleicht einen Blitzkegel den Gegner stoppen. Eine Glimmerkörle. Dann haben wir den tobsüchtigen Raptor, den hatten wir schon mal. Einen imposanten Vantasaurus. Der ist aber sehr imposant. Vielleicht hat er auch in seinem vielleicht hat er auch imposant. Eine Schnappzahnfalle. Fersenbeißer, der ist auch nice. Den habe ich auch, den spiele ich auch gerne in Arena. Einmal einen koordinierten Ansturm. Ich glaube, den gab es auch schon mal. Einmal ausgewachsen. Das ist eine nice Karte. Dann abgeriegelter Zufluchtsort. Menschen, die du kontrollierst, starten bis 1/1 und tappe zwei ungetappte Menschen, die du kontrollierst, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Das macht sich gut mit den Mensch-Kreaturen-Spielsteinen. Dann haben wir den noblen Leosaurus, einmal in normal. Zeige ich den einfach so. Irgendwas hat gerade ein komisches Geräusch gemacht. Einen springenden Küstenhai. Aufblitz. Immer wenn diese Kreatur. Kannst du eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen? Einmal Savaitrium. Ein tristes Gewässer. Und wieder so ein Mensch-Soldat. Ja, okay. Dann war es das schon mal mit dem ersten. Es hat ja auch nur 5 Stunden gedauert. Und jetzt machen wir doch einfach mal. Hier machen wir das halbe Ding kaputt. Aber das schneide ich ja auch eh wieder zusammen. Also ich schneide hier nicht das Video zusammen, sondern ich schneide hier die Boxen auseinander und verarbeite die dann in Ding zum Wegschicken. Wenn ich auf MKM Sachen verkaufe, dann packe ich die immer in so quasi in so eine Kartonhülle rein, mache ich so doppelseitig, klebt das zu, passt. Da sagt nie jemand was dagegen. Einmal, dann haben wir mal als Promo einen Immerfeder Phönix. In Foil natürlich. Ich packe jetzt darüber. Das kommt dahin. Dann haben wir einen grünen. Da ist das Symbol. Einen grünen Würfel. Den Code zeige ich diesmal nicht, weil das meiner ist. Und hier noch eine Anleitung. Dann machen wir noch einen Schnelldurchlauf jetzt für die. Booster auf. Boah, sonst kriege ich wieder die Schmerzen des Todes. Ich sag's euch jedes Mal, wenn ich die Unboxings aufnehme. Boah. Ich muss jetzt hier auf meinem Bett. Ich habe da ja natürlich keine Rückenlehne. Dann haben wir einmal wieder unerwartete Unterstützung. Einmal verwelken. Das hatten wir auch noch nicht. Sicher behüten. Die verbotene Freundschaft hatten wieder. Den Säbelzahntiger. Den robusten Spulkäfer. Genau, Spulwürmer. Die Schlinge hatten wir auch schon. Erstickende Dämpfe. Jetzt wiederholt sich langsam. Einmal Pazifismus. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Einen Beizspucker-Gremlin. Was ist ein Beizspucker? Spuckt der Beize oder was? Ich weiß, dass Beize was zum Malen ist. Oder was zumindest was zum Draufstreichen, aber nicht was zum Ausspucken. Da haben wir einmal einen Nekropanther, der ist eine Katze. Immer wenn diese Kreatur mutiert, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Who knows? Dann haben wir die Gruseltänze. Einmal Jorion, den Himmelsnomaden. Morio, Joe, Ray. Einmal eine Katzentoken. Morio, Joe, Radio. Meine Stimme ist schon wieder halb am Arsch, habe ich gehört. Alleine vom ganzen Reden. Oh, und nachher muss ich mir Bewerbungen schreiben. Einmal die Präzisionsschützin. Dann haben wir die Naturkundler. Die
Verwandlung in den Raptor, festen Stand, also langsam wiederholt sich wirklich. Zackenskorpion, einmal einen Schlingentaktiker, ich glaube, den hatten wir bis jetzt noch nicht. Einmal Blutstarre, Gremlin schon wieder, hat man doch gerade erst ausgewachsen. Im Ganzen verschlingen. Ich verschlinge auch immer Sachen im Ganzen, habe ich gehört. Einmal monströser Schritt. Ja, meine Schritte sind auch immer ab und zu immer auch immer ganz monströs. Vor allem, wenn ich weit aushole. Einmal einen fauchenden Schnitter. Der faucht auch immer beim Schneiden. So wie ich. Das Ultimatum nochmal. Ein wildes Hochland. Das sieht auch sehr wild aus. Und ein Dino-Token. Also ich versuche es hier ja ein bisschen schneller zu machen. Einfach weil ich dann kann ich kurz meinen Rücken ausruhen. Die Drüsen, Frostux, Feuerstecher, Kontrollpunkt Boy, totes Gewicht, Durchrammen. Oh, ein Traumschweifreier. Ah ja, den hatten wir schon, aber der hat ein Artwork, also ein anderes Artwork. Sieht nice aus. Dann haben wir einmal eingerollte Worte. Eine unzertrennliche Verbindung. Sieht denn das aus? Ab jetzt und bis die Kristalle aufhören zu glühen. Nice. Sind wir bei Remnant of the Ashes, habe ich gehört. Mit roten glühenden Kristallen. Einmal ein Parzellenbestie, einen Jagdanführer Liger, was ist ein Liger? Ich kenne nur den Tiger. Und nochmal den Handwerker des Bösen. Eine Ebene und Chevel, Erzfeind der Monster, oder? Ja, den habe ich mir sogar viermal gekauft. Den habe ich sogar jetzt in voll bekommen, das ist nice. Der ist cool, der Boy. Könnt gerne nachlesen, wenn ihr das Video so schnell stoppen könnt. Dass ich die Handwerker des Bösen zweimal habe. Ich muss mal gucken, wie viel der geht. Und ob man den im Standard großartig spielt. Einmal Facetten lesen. Ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Lavastange haben wir schon. So, ja. Der war weiß. Tigerhammer, die. Egel auch, das Stoppen, die Quolle, also, oh ne, stacheliges Krallenäffchen, ich glaube, das haben wir noch nicht. Den Fährtensucher, den hatten wir auch noch nicht. Ist das durchsichtig? Ne. Glühender Pfeilhagel, den hatten wir auch noch nicht. Den Giebigmacher. Wow. Ketria-Kristall hatten wir auch so auch noch nicht. Ein unbändiger Wolfsbär. Bin auch ab und zu ein Wolfsbär. Jauchzende Himmelsbinderin. Und einmal den gefräßigen Riesenhai. Eine Ödnis. Und wieder ein paar Marken. Immer gegenseitige Zerstörung, ein Buschköter, ein Frostschleierhinterhalt, ein Pyroceratops, der Marschall der Tagwache, wieder die Schildkröte da, der Bund, einmal eine Zagoff-Mamba, dann wieder die feuervolle Starix, die kanalisierte Macht. Dann haben wir einmal den Ozoliten, der ist cool. Der sammelt jegliche Arten von Marken, die von irgendwas verstirbt. Dann haben wir einen Wald, den zeige ich jetzt nicht. Reißende Clown, ein Foil. Und einen normalen Menschsoldaten. Jetzt haben wir noch einen Büster. Mal schauen, was da rauskommt. Also, ich würde sagen, von den Rares her war es gar nicht mal so schlecht jetzt. Zwei. Einmal ein Grenzfeldwebel. Also, in einem Booster. Zwei Mythics, das ist schon
Schon nice. Leichen auffühlen. Ein borstiges Wildschwein. So borstig wie ich. Zerfetzte Segel. Ein Helixwald-Gleithörnchen. Der Bergsturz. Einmal antizipieren. Oh, das macht sogar mit Gesichtserkennung. Den Schlingentaktiker. Somalische Großhorn in Normal. Oh, da ist wieder eine Legendary mit drin. Einmal den Barriereansturm. Welches ist das? Das ist grün. Duell der Titanen, das hatten wir schon. Einmal den tapferen Retter. Der kann was auf die Hand zurückschicken. Und einmal Kogla, den Affentitanen. Friedliche Bucht und ein Menschsoldat. Ja, okay. Das war das jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ja, stehe ich mal schnell auf. Kann ich hier, glaube ich, mal sehen, wie lang das schon ist. Uff, 35 Minuten, holy moly. Da muss ich beim anderen ein bisschen schneller machen. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich muss ein paar Bewerbungen schreiben. Und so. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis gleich. Ja, ich kann hier nicht richtig winken. Und ja gut. Bewertet das Video, je nachdem wie es euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Vergesst die Glocke nicht. Und natürlich Sunbrows, praise the sun. Ja, und bis gleich, wenn wir dann das Bundle und das Collectors Booster aufmachen.